Schwimmen, Radfahren und Laufen. Die Disziplinen des Sandoz Alpen Triathlon. Jeder der drei übernimmt eine Disziplin. Letzte Woche droht Kim, das Projekt zu beenden. Ja, Kim, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir sind uns einig. Du hörst mit dem Rauchen auf. Ist jetzt tabu. Ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören. Dann höre ich lieber mit dem ganzen Projekt auf. Eine Woche später. Trainer Lenz fragt bei Kim nach, ob sie endlich aufgehört hat. Ja, aber du sollst doch gar nicht mehr rauchen. Das klappt doch nicht so hundertprozentig. Ja, dann kannst du eigentlich kannst du gehen jetzt. Wir haben gesagt, du rauchst nicht mehr. Ja, aber ich rauche auch. Ich meine, also ich kann ja nicht, ich passe mit dem Essen auf, ich mache jetzt Sport, ich soll mit dem Rauchen aufhören. Es ist verdammt viel verlangt in so kurzer Zeit. Kim ist richtig sauer. Am liebsten möchte sie den heutigen Power-Aerobic-Kurs ausfallen lassen. Der ganze Tag war scheiße. Jetzt haben wir so eine heftige Stunde. Ich habe Wahnsinnshunger. Mhm. Ja, wenn's hast du mir nichts gegessen? Ja, heute Mittag einen Feldsalat und Rührei mit Krabben. Ja, wenn es an mir gegenüber würde, jetzt ein Steak essen, einer leckeren Folienkartoffel, dazu eine Zigarette rauchen, was ich ja nicht mehr darf, und mir einen echten schönen Arm machen. Es kotzt mich gerade total hier an. Aber gut. Schon nach ein paar Minuten kommen die drei nicht mehr mit. Stefan ist der Erste, der Choreografie nicht folgen kann. Der 122-Kilo-Mann gibt nach nur 15 Minuten auf. Die beiden Frauen versuchen durchzuhalten. Ich bin Bewegungslegastheniker. Diese Choreografie kenne ich nicht. Deshalb sehe ich aus wie ein Idiot. Und deshalb höre ich auf. Ganz einfach. Auch die Frauen stoßen schnell an ihre Grenzen. So anstrengend haben sie sich das Training wohl nicht vorgestellt. Super! Hat Spaß? Nein! Gar nicht! Während ihr Mann trainiert, muss sich Stefans Frau ganz alleine um die Kinder und den Haushalt kümmern. Langsam wird der ganze Aufwand für den Triathlon zu viel. Also 99% habe ich jetzt halt eben die Arbeit mit den Kindern und so. Und ich bin ja auch noch berufstätig. Ja, da bleibt schon einiges jetzt hier liegen, so an Hausarbeit. Stefan ist halt oft nicht da. Und wenn er da ist, ist er nur ganz kurz da, weil er hat hier halt eben dieses Training im Kopf oder seine Ernährung, wie er noch was am besten umstellen kann. Auch heute eskaliert die Situation. Komm mal her. Jeden Abend bist du jetzt unterwegs. Wie soll ich das hier machen? Du hast aber ganz genau gewusst, dass das die 10 Wochen so ist, Sandra. Und die 10 Wochen müssen wir das durchziehen. Das also so Wochen. Heftig ist, das wusste ich. Ja, da kann ich aber auch nicht leid. Ja, du siehst ja jetzt, Marie. Ja. Kriegst du das jetzt in ein paar Tagen hin? Bitte. Stefan, heute du kannst ja auch mal ausfallen lassen. Training ausfallen lassen? Ja. Dann krieg ich Ärger mit dem Hund hier. Jetzt ja auch nicht. Ha? Den Tag musst du ja auch nicht machen. Doch, haben wir ja gemacht. Also Schatz, ich geh jetzt mal eine Stunde schwimmen. Und dann... Wenn du jetzt gehst, ich sag's dir, jeden Abend lässt du mich jetzt alleine mit den Kindern. Ich weiß selber nicht, wie ich das machen muss. Ich gehe selber arbeiten. Ich finde das nicht okay von dir. Ich hab dir gesagt, das sind jetzt die paar Wochen noch und dann haben wir das rum. Jetzt lass mich eine Stunde schwimmen gehen und dann passt's. Nee, Stefan, wenn du jetzt gehst, ja, dann ich sag's dir. Ja. Was dann? Bahnt sich zwischen den beiden eine ernsthafte Ehekrise an? Wird er es sich doch noch anders überlegen und nicht losfahren? Wie reagiert Stefan auf den Druck seiner Frau? Ist das Projekt Triathlon ernsthaft gefährdet? Das alles sehen Sie in der nächsten Folge von Traumziel Triathlon. Sport gesund ist, wissen wir ja schon lange, aber dass zu viel Sport für eine gesunde Ehe schädlich sein kann, diese Erfahrung musste unser Triathlon-Teilnehmer Stefan machen. Ja, denn weil er sich immer mehr um Sport und Ernährung und immer weniger um seine Familie gekümmert hat, ist seine Ehefrau regelrecht ausgerastet. Ob der Familienfrieden trotzdem irgendwie wiederhergestellt werden kann, das erfahren Sie jetzt beim Traumziel Triathlon. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Traumziel Triathlon. Stefan hat über 40 Kilo zu viel auf den Hüften. Sein Motto, Hauptsache der Kühlschrank ist voll. Für die 31-jährige Kim ist Sport Mord. Und auch das 22-jährige Nesthäkchen Dani hat ein echtes Problem mit ihrem Übergewicht. In 6 Wochen wollen alle drei mit Hilfe eines Personal Trainers fit für den Triathlon sein.
Die drei Sportmuffel Kim, Stefan und Dani wollen es wissen. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Die Disziplinen des Sandoz Alpen Triathlon. Jeder der drei wird eine Disziplin übernehmen. Es sei denn, es kommt erst gar nicht so weit. Letzte Woche gab es nämlich bei Stefan den ersten großen Ehekrach. Seine Frau wirft ihm vor, dass er sie, die Kinder und seine Pflichten im Haushalt wegen des Trainings völlig vernachlässigen würde.